Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal Stories Mail. Ich bin Sam Fischer LP. Und ja, Kapitel 4. Komische Testing Track. Und wir gehen jetzt erstmal hier auf die andere Seite rüber. Gucken mal, was wir hier Schönes machen können. Das, was mich gerade ein bisschen stört, ist zum einen, dass ich festhänge. Warum denn das? Ah, okay. Und zum anderen, dass hier 01 steht. Das heißt, das sind wahrscheinlich jetzt schon wieder ewig viele Rätsel, die auf uns warten. Okay, das habe ich jetzt eigentlich total kommen sehen. Es gibt jetzt nur ein kleines Problem. Wir haben keine Kiste. Die ist nämlich noch da drin. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die da rauskriegen. Kurz was. Ja, das geht nur, wenn wir die Kiste da rauskriegen. Und wie kriegen wir die da raus? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Das hat vielleicht was mit dem Laser zu tun. Verdammt, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Das hat bestimmt was mit dem Laser zu tun. Denn. Cool. Ups. Ja, das, genau das habe ich erwartet. Das heißt, jetzt können wir die Kiste schon mal wieder hier rausholen. Das ist super. Vielleicht ist es, weil es halt Testing Track 1 ist, noch nicht so krass schwer. An dieser Stelle. Zumindest wirkt es bis jetzt so. Denn noch weiß ich, wie wir das hier hinkriegen können. So einigermaßen. So, wir müssen jetzt nämlich erstmal das Feld aktivieren. Lupp. So, oh. Nicht. Nein, nein, nein. Denn wir wollen erstmal darüber. Oh, shit. Das geht natürlich so nicht. Mist. Oh, oh. Ich habe mir nicht wehgetan. Wie witzig ist das denn? Okay. Moment. Richtig, genau. Ich will. Oder ich muss. Oh mein Gott. Ach so, ja klar, das geht. Das geht. Nein. Okay, so. Nein, das geht doch nicht. Oder? Kommen wir irgendwie da dran? Von hier oben? Ja, das geht. Sehr schön. Super nice. Ey. So, cool, jetzt kommen wir schon mal rüber. Oh, die habe ich blöd gesetzt. Fällt mir gerade auf. Ich setze sie nochmal anders. Ein bisschen weiter links. So vielleicht. Kurz gucken. Kiste. Ja, das sieht gut aus. Okay. Das nächste, was wir machen müssen, ist rausfinden, ob regelmäßig eine Kiste runterfällt, wenn die gegen das Feld kommt. Ja, ist der Fall. Sehr gut. Dann können wir nämlich erstmal hier rüber. Hä? Oh nein! Oh mein Gott! Scheiße, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Mist. Moment, das ist kein Problem. Denn es ist schon ein Problem. Denn wir müssen irgendwie die Kiste wieder darunter kriegen. Und wenn ich jetzt hier ein Feld hinsetze, dann kann ich nicht mehr da hoch zu der Kiste. Und wie komme ich an die jetzt dran? Gar nicht. Wahrscheinlich. Schade. Oh, das ist echt doof, dass sie da nichts an der Seite angebracht haben. Das
müsste mal gucken, ob ich vielleicht. Nee. Schade, ich habe halt gehofft, dass ich vielleicht so schräg da oben irgendwie dran komme. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Was ist mit der Kamera los? Sie ist kaputt. Kaputt. Tja, kein Plan. Kann halt so machen, dann kann ich hier runter gucken. Kann ich mich selber beobachten. Huhu. Was ist das denn da? Ein Versteck. Hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Nur mal so aus Neugier. Das funktioniert. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Scheiße. Laser bringt auch nichts. Ich müsste halt da hoch. Puh, das wäre fast schief gegangen. Weil noch habe ich ja die Möglichkeit, wieder darüber zu gehen. Bringt mir das was eigentlich nicht, ne? Ja, was habe ich jetzt davon? Gar nichts. Und die Kiste zu holen, da habe ich auch nichts von. Das wird jetzt wieder ein heftigeres Rätsel, muss ich sagen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, wie ich das lösen soll. Ich meine, die Idee, ich war bestimmt wieder voll nah dran. Könnte ich drum wetten. Aber da fehlt da halt jetzt noch so der gewisse, ja, wie soll man sagen, der letzte Touch oder so. Tja. Okay, ah, Moment, vielleicht, ah, ja, doch. Alles klar, genau. Wir müssen hier das Feld hinsetzen. Ja, oder da. Moment. Nee, das geht auch nicht. Ich wollte halt eigentlich, dass das Feld jetzt quasi in die andere Richtung geht und damit dann das Teil, was hier mal runterfällt, halt auf die andere Seite rüberschleppt. Das geht aber so nicht. Das wird so nicht funktionieren. Das bringt uns also mal gar nichts. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, ziemlich krasse Situation. Das, was man hier machen muss. Erinnert ein bisschen an das Rätsel, das ich in zwei Teilen vor diesem hier gelöst gekriegt habe. Und ich bin trotzdem nicht drauf gekommen, das ist der Hammer. Das ist voll übel. Wir müssen nämlich hier unten hin und dann ist ja die Kiste da und dann müssen wir die quasi hier rüberziehen. Das ist echt krass, also da wäre ich nie drauf gekommen. Ich frage mich, wie der Typ aus der Lösung mal auf sowas kommt, das ist echt übel. Krass. Okay, jetzt haben wir die Kiste hier, so wie ich es haben wollte. Jetzt können wir die natürlich so benutzen, wie sie gedacht ist, und indem wir den Laser hier umlenken. Nö. Zack. So, dann haben wir nämlich Folgendes. Dann ist das hier offen und wir können frei das Portal benutzen. Das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee, oder? Nein, war es nicht. Scheiße, macht nichts. Ah, das macht nämlich wirklich nichts. Den können wir nämlich so machen.
So, jetzt können wir uns auf jeden Fall schon mal hier rüber porteln. Oder ja, fahren, wie auch immer man das nennen will. So, dann können wir nämlich so machen. So, und jetzt zaubern wir uns wieder rüber. Moment. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Nee, wir müssen nämlich irgendwo hier oben. Okay, warte mal. Jetzt bin ich beeindruckt. Wie hat denn der das jetzt hingekriegt? Der hat nämlich genau das gemacht. Der ist da hoch. Das geht gar nicht. Oder? Nein, das geht nicht. Da geht's auch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Kurz nachgedacht. Wir brauchen eine Kiste auf jeden Fall. Sorry, ich muss nochmal nachschauen. Das gibt's ja nicht. Okay, Leute, das ist super krass. Man kann scheinbar hier durchzielen. Da. Was? Das ist übertrieben. Jetzt können wir nämlich das Ding hier. Ups, das hat weh getan. Mitnehmen. Nach drüben. Und hier drauf tun. Tada! Jetzt haben wir nur noch ein Problem zu lösen. Das ist aber kein Thema, weil jetzt ist ja das Feld hier offen. Das heißt, wir können jederzeit hier rüber. Das heißt, wir sorgen jetzt erstmal wieder dafür, dass wir da hochkommen. Das machen wir halt ganz easy. Ne, hier hoch. Und dann machen wir einfach ganz cool Folgendes, um dieses Feld hier auszuschalten. Zack. Jetzt kann ich nämlich hier rüber. Und mir die Kiste holen. Oh. Und die können wir hier mit runternehmen. Oh, nicht runterfallen. So, dann zack, zack. Tor Nummer 1, Tor Nummer 2, Tür offen. Bam, Rätsel gelöst. Leider mit Hilfe, aber das war echt übel. I sorted through some of the stuff. So many cat pictures. But I also got some more serious information. Aegis thinks we killed the scientists, so it's activating some sort of kill order. It's going to flood the enrichment center, probably with all that goo, to eliminate any and all threats. That means you, that means me, and that means whatever that last thing is. So I'd suggest we keep moving. Ja, das machen wir ja sowieso. Es könnte natürlich schneller gehen, wenn Virgil uns nicht immer so krasse Testchambers hier hinsetzen würde, aber dann wäre das Spiel auch zu schnell durch. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon dran sind, aber wir sind schon echt eine Weile dran. Und wenn ich das ohne Lösung spielen würde, würde ich entweder einfach keinen Bock mehr drauf haben oder ich würde einfach noch viel länger brauchen. Und ja, Virgil hat Katzenbilder erwähnt. Ich weiß nicht, was die Amis immer mit diesen Katzenbildern haben. Die sind witzig und süß und keine Ahnung, aber nein. This is just wrong, okay? Das ist die eine Sache, die ich noch sagen wollte. Und die letzte Sache, die ich noch sagen will, bevor wir loslegen, ist eine dritte Sache. Heißt es dann, dass neben Aegis noch eine Gefahr auf uns zukommen könnte, oder was? So, was ist das? Ein Lüfter oder ein Ventilator? Ah, das ist so nervig. Da oben ist die Oberfläche. Ne, wir könnten da hin, aber geht nicht. Weil wir halt einfach noch hier sind. So, das Coole ist, wir können möglicherweise. Wir können eigentlich nur diese Kiste hier rauskriegen, wenn wir dieses Feld auflösen oder wenn wir von da oben irgendwie Portal setzen. Da muss ich mal schauen, ob wir das schaffen. Wow, was ist das Schmiere? Ach du Kacke. Das ist ja richtig gefährlich. Wir müssen irgendwie hier hochkommen. Das ist aber nicht so leicht, wie man denken könnte. Was? Wieso kann man da kein Portal setzen? Das ist ja assi. Aber da können wir eins setzen, oder? Ja. Schauen wir uns mal da um. Sehr gut. Weil dann können wir auf jeden Fall hier gleich eins hinsetzen, um irgendwie an die Kiste ranzukommen. Wobei mir gerade auffällt, dass das so leicht gar nicht geht. Denn ja, weiß ich nicht, wenn wir da runterfallen, kommen wir ja nicht mehr hoch. Ne? Das macht ja dann wenig Sinn. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch das ein oder andere aktivieren. Ich denke mal, das könnte Sinn machen. Das ist bestimmt hier dieses Port-Dings wieder. Und da muss eine Kiste drauf. Das heißt, ja. Das heißt, jede Menge Spaß, würde ich sagen.
Bringt uns eigentlich nicht viel, was wir jetzt hier gemacht haben. Sinnvoller wäre unter Umständen, wenn wir das von da aus gemacht hätten, aber da hätten wir wahrscheinlich nichts gesehen. Das heißt, ja, gucken, wie wir klarkommen halt, ne? Was ist das denn da hinten? Das ist auch interessant, weil das scheint so schön farbig bunt zu leuchten. Bringt uns aber auch nicht viel. Hier kann man vielleicht wieder durchgucken oder so. Nicht wirklich. Wie macht man denn das Feld da aus? Das wäre doch schon mal das Erste, was mich interessieren würde. So, hier müssen wir springen, sonst tut's weh. Cool. Wir können also immer noch ein Portal setzen. Auch wenn es nicht viel bringt. Aber ich sehe da oben was. Tja, bringt nur auch nicht viel. Da oben ist noch was. Ja, hier ist echt eine Menge Zeug. Ist nur alles nicht wirklich so sinnvoll. Ist nur alles nicht wirklich sinnvoll. Irgendwas müssen wir noch hier mit der Straße machen können. Können wir denn darüber springen? Das sieht eigentlich nicht so aus. Können wir hier irgendwas... Ah, hier. Toll. Das bringt's total. Jo, das war auch wieder klar. Die Zeit ist abgelaufen. Ach so, ja klar. Wir können natürlich hier... Ah, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Frage ist natürlich nur, ob, also an welcher Stelle uns das jetzt noch weiterhilft. Na gut, es hilft uns möglicherweise irgendwie darüber. So, bald ich rausgefunden habe, wie ich da hochkomme. Cool, jetzt habe ich da einen Weg hoch gemacht, aber ich komme da nicht hin. Wo bin ich hier? Achso, jetzt bin ich wieder am Ursprungsort. Das heißt, ich habe, glaube ich, Mist gebaut jetzt. Ziemlich großen sogar. Das hätte ich anders lösen sollen. Gut, dann müssen wir wieder zurück auf Anfang. Ist ja alles kein Problem. So, nämlich, ich kann ja hier einfach runterspringen. So. Ah, geil. Das ist perfekt. Das kann man nämlich jetzt hier runterlaufen lassen. Naja, oder auch nicht. Eigentlich will ich, dass das auf den Boden läuft. Naja, das wird auch nicht funktionieren, oder? Ja gut, das bringt jetzt gar nichts. Naja gut, so weiß ich zumindest später, wie ich schon mal vielleicht darüber komme. Ups. Aber... noch nicht so wirklich, wie uns das... Doch! Doch! Natürlich! Wir können jetzt gleich nämlich von da schon mal hier hochspringen, auf jeden Fall. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist rauszufinden, wie wir die Kiste halt da rauskriegen. Das geht nur, wenn wir irgendwie Schmiere hier auf dem Boden verteilen, was scheinbar nicht so einfach geht. Boah, das ist ja total doof. Haben wir jetzt die ganze Seite da schon eingeschmiert, oder was? Toll. Doch, natürlich, klar. Moment. Klar, wir müssen jetzt einfach die andere Seite noch einsauen.
Ich weiß, die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen, aber irgendwie bin ich gerade total neugierig, ob das funktioniert. Nee, das ist keine gute Idee. Okay, ich glaube, das muss ja jetzt eh alles nochmal neu machen, deswegen schiebe ich das jetzt doch auf die nächste Folge dann auf. Sorry, Leute. Aber ich denke, die Lösung dieses Rätsels hier kriegen wir auf jeden Fall hin in der nächsten Folge. Und dann geht's spannend weiter und dann schauen wir mal, wie viele Parts wir effektiv noch brauchen, bis wir endlich an die Oberfläche kommen. Bis dann, euer Sam Fischer LP. Ciao.